Was? Jetzt schon muss ich. Ja, was? Oh Gott, wie peinlich. Okay, jetzt mal RSL Pro Series hier. Sind wir in der Pizmeet Runde gelandet. Oh, da muss ich nochmal auf die Karte gucken, wo das jetzt ist hier. Hey, für sich, moin, ich grüße dich. Uff. Ja, da standen jetzt 50 voll Leute. Scheiße, ich weiß nicht, wo meine Aufgaben sind. Ja, aber die Comms sabotiert waren. Soll ich euch sagen, was ist? Ja. Die... Ja, ja nee, ich bin der. Es war entweder Mimi, Dizzy, Isa oder Tama. Ja, sag mal, entspann dich mal kurz, ganz kurz, ja? Weil wir alle bei Karl waren. Weil wir wo waren? Wo war denn Karl? Gefühlt waren alle bei Karl. Wo war Karl überhaupt? Ich hab das Schoko-Eis nicht auf der Karte rumlaufen sehen. Wer ist denn Karl? Alter. Pass mal auf, also. Ich sehe da halt ganz einfach. Ich sehe da halt einfach eine Lüge drin, Communications. Draußen. Ich verstehe die Map nicht. Die war bei Communications, really? Ja, da wo gerade alle standen. Achso, oh, da war ich nicht. Hä? Das steht doch auf der Map, da steht doch dran Communication. Ah, okay. Aber ich hab. Die ist doch im Voice. Was ist mit der Ich bin auf dem Tablet, Digga. Ja, warum? Hol dir mal einen Laptop oder so. Tama, Mimi und ich waren gerade mein Laboratory. Also, ich möchte kurz sagen, dass Dizzy von da kam. Von wo? Von wo? Ah, okay. Von Communication. Ja, dann ist das waren doch. Wir doch alle. Ja, aber nee, das nee. Was für nee? Masas ist auch, oder was? Das war die schnellste Runde überhaupt. Masa und Disney. Nein, die Frage ist halt, meinst du jetzt mit Communication? Communication. Alles klar, wo bist du da? Das war Masa draufgeschissen, Digga. Masa war's. Gut. Already voted. Masa. I already voted. Ich hab keine. Ja, Tennis, gönn dir die noch dritte Flasche Asbach. Hast du Tennis? Ich hasse euch! Hey, ach, unentschuldigt. Mann, ey. Oh, Gott. Ich hab keine Ahnung. Oh, die Frage ist ja, spielen wir jetzt. Ja, wir spielen das Serious. Ach so, ja, gut. Einspielen. Butter ein. Dann muss ich jetzt aber noch, bevor ich rausgefotet werde, hier die meisten Tasks machen. Wenn ich die Scheiße nicht als Geist machen kann, kann ich nicht pissen gehen. Eine Aufgabe, Bug. Ich will die Aufgabe machen, aber es geht nicht. Das ist... Ja. Ich hab Dizzy wenden sehen. Du hast mich wenden sehen. Bei der Rakete. Aber der Rakete, aber ich weiß, ich hab da keinen gesehen jetzt. Also erstmal okay. Erstmal vorweg muss ich ja sagen, Mimi, ganz schlechte Ausrede, weil hier gibt's keine Vents, sondern Löcher. Hier locht man. Das ist schon mal das erste. Sie einlochen sehen. Du hast mich einlochen sehen. Und das wollte ich sehen. Und hey, Karl, es tut mir wirklich leid, ich habe bei Isa nicht eingelocht, okay? Ich habe nicht eingelocht. Ah, ja. Na, hör mal. Ich habe das nicht getan. Hör mal. Wo war denn jetzt überhaupt die Leiche? Ich hab Dizzy in Isa gesehen. Was? Oh, ich war's nicht, Karl! Ich war's nicht! Okay. Thema Catcalling. Lässt du dir das gefallen? Mensch, da rüttelt aber jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Ja, das sag ich dir. Mimi, da muss aber mal das Handtuch von also, Kopf runter. Also was jetzt? Dizzy war's jetzt, oder wer? Nee, ich würde ja ganz... Ich vertraue meinem Mimi.
Jon auch. Wer denn warst du denn? Guck mal, da sind sie wieder, die ganzen kleinen Jungs. Weißt du, einmal eine Mädchenstimme im Discord und dann wären sie alle wieder weich. Ja, und lass mich doch. Was ist das hier für eine Scheiße, Junge? Bist du's? Was? Oh Gott. Bist du's? Natürlich nicht. Das hab ich schon gesehen. Okay, wer ist es? Na, ich würde fast sagen Mimi, weil die mir so eine Scheiße in die Schuhe schieben will hier. Oha. Ich fühle mich unterdrückt. Okay. Mimi fliegt direkt als nächstes, wenn ihr. Ja, da würde ich aber richtig drauf drücken. Unangenehm. Schäflach. Gif. Okay, letzter Task. Ich war echt schnell. Ich wusste gar nicht, dass man als Geist Asteroiden wegschießen kann. Boah, alle beim ersten Mal. Boah! Pogchamp! Ey, selbst, also wirklich, selbst wenn wir mit dieser Gruppe versuchen, ernst zu spielen, wird das niemals ernst. Das ist so gut. Sag mal, wie lange braucht ihr, um zum Reactor zu gehen? Ich hab Mimi gefunden. Gut, perfekt. Weil oben bei diesem Teleskop kann denn der andere muss eigentlich sein, also wirklich. So eine saublöde Aktion. Deinen eigenen Kollegen umbringen, ne? Ja, dumm. Aber jetzt ernsthaft, warum? Also ich hab da niemanden gesehen, keine Ahnung, ich hab nur die Leiche reportet. Ja, dann erzählt doch mal. Also Tamar hat sich einfach, anstatt zum Reaktor zu gehen, hat er erstmal schön irgendwas gemacht da an seiner Rakete. An seiner Rakete? Diese Rakete bei Laboratory, das ist halt direkt daneben, ne? Ey Julian, ja. Wo warst du? Ich war oben bei... Julian war bei mir, der stand mit mir am Reaktor. Wer ist Julian? Chef, ja, und danach, wo wurde die Leiche gefunden? Ja, beim Teleskop Laboratory da oben. Ja, da stand Tamar eben und hat direkt halt davor lag Mimi. Also Mimi ist gerade in die Küche gegangen, hat den Basilikumbaum geholt und hat die ganze auf die Blätter gezeigt. Ich glaube, sie sagt grün. Ja, welcher denn? Spenny oder Skyhook? Das ist so Blödsinn. Eigentlich kann es nur die oder Tamar sein. Ich hab doch reportet, Junge. Ey, warte mal, wir können doch noch. Warte mal, bevor ihr votet, wir könnten auch noch zwei Imposter haben, oder? Ah, ne, können wir gar nicht. Nee. Dizzy war safe, oder? Ich kam aus diesem Specimen-Room und hab diese Dinger da reingepackt. Tamar oder T? Tamar stand neben Laboratory. Ich war in diesem Specimen-Room. Sonst wollten wir T. Ja, dann nehmen wir T danach. Ja. Fickt euch. Was ist mit euch? Vielleicht haben wir ja jetzt gewonnen, wenn du außer die Basis hast. Das wäre ja schlecht. Ey, aber mit der ist ganz ehrlich, Pfirsich, ich freue mich echt jedes Mal auf diesen Freitag. Oh mein Gott. Nice. Ja, ich hab gesagt. Ja, ich dachte mir das, aber Alter, wieso sagt Mimi denn, dass sie Dizzy wenden sieht, wenn es Dizzy nicht war? Das weiß ich auch nicht. Also. Sonst also Mimi! Ruhe. Cool, hallo? What the fuck? Was? Ja. Hä? Oh, wow. Ich möchte kurz sagen, Tama ist Crewmate. Ja. Also, ich muss ganz... Ich muss was Sinnvolles dazu bei. Ich muss sagen, okay, ich hab... Tamar, Sus. Ja, okay, Tamar rausholen. Nee, wartet mal. Also, ich hab erstmal am Spawn habe ich den Schlüssel gedreht. Ich hab habe ich auch gemacht. Hab dann meinen Hausmeisterschlüsselbund wieder an die Hose gesteckt und dann habe ich mich umgedreht und hab klar, und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich da wie so blitzartig jemand weghuschen sehen und da hat jemand sein Handtuch verloren. Das, okay. Nee, Dizzy, ich war es wirklich nicht. Ich hab ein Handtuch fliegen sehen. Wow. Ey, pass auf, mein Handtuch ist festgeklebt. Ja, das kann nicht rumfliegen. Das ist auch Teil 1. Und, warte, ich muss kurz scrollen, warte kurz.
Ja, scroll mal. Ich habe den dritten Wasserweg außerhalb des Office geöffnet. Was für ein Thema? Oh, das klingt natürlich, das klingt natürlich legitim. No joke, ich weiß nicht. Okay, was für ein Wasserweg? Die Ausrede, naja, das Ding ist ja, das Handtuch. Gut, müssen wir erzählen lassen. Aus Rausrede war zu gut aus. Ja, ich hab. Ja. Ich hab schon gewartet, I'm sorry. Ich nicht. Geht schon? Ich hätte erst noch ein bisschen Restfrust von der letzten Runde gegenüber Mimi. Entschuldigung. Also wer hier für Mimi gewonnen hat, ist ein richtiger Verlierer. Geil. Okay, ich fick euch. Was? Hallo? Hallo? Kinder anwesend. Also dieses böse Ficken, das heißt, sie würde ich umbringen. Oh. Abschnitzeln. Das war aber jetzt sehr offensichtlich. Das war aber schon sehr offensichtlich jetzt. Ist doch gar keiner tot. Achso. Was denn? Da ist noch keiner tot, ja, richtig. Aber wir haben denjenigen gerade gesaved. Was? Wer ist wir? Ja, na, der Knopf, den ich gerade gedrückt habe, der hat gerade jemanden gesaved. Ja, wen denn? Hä? Ich bin gerade mega verwirrt. Da wir ja richtig spielen, mache ich das so wie Dalukard. Ich habe ja jetzt gerade ein bisschen mehr Ahnung. Ich mache jetzt hier ein Rätsel, okay? Okay. Ich mache ein Rätsel. Ja. Also, die Person, der Name reimt sich auf einen gewissen YouTuber-Namen. Okay, es ist Tama. Digga, ich kann dir mal an der Zitze nuckeln. Red doch mal durch. Bitte? Der Master? Es ist ein sehr, sehr populärer, ich nenne ihn jetzt mal Meinungs-YouTuber, der sehr viel gegen Personen auch wettert im Internet. Volkslehrer. Dizzy, oder? Volkslehrer? Nee, da reimt sich ja nicht dieserjenige Name drauf. Du weißt aber schon, dass Newstime und Mothertime sich nicht reimt. Das ist kein Reim. Newstime ist es nicht und Mothertime. Lisa Eckhardt. Isa Lisa. Ah! Lisa Eckhardt. Lisa Eckhardt. Mhm. Als ob die sie Lisa Eckhardt kennt. Ist doch keine Jupp. Na. Die Dokumentation habe ich mir auch reingezogen. Ich habe keine Ahnung, das Rätsel ist so hoch. Ich habe echt keine Ahnung, was die Phase ist. Ich skippe jetzt mal, das ist mir echt zu hoch, Alter. Okay, es war anscheinend Mimi. Das? Hey, welcher Mimi? Wer ist denn Mimi? Ah, er meint, ach so, hier, diese Zeichentypen da. Welchen Zeichentypen? Ja, hier, Mimi, wie der heißt. Minimi oder so. Dieser mit Leon Scherer mit der Speicherkarte. Ja, aber Mimi ist doch Mimi. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Leon Marché und Mimi, hä? Ja, mit dieser Speicherkarte, dieser. Aber du heißt doch Mimi, oder nicht? Aber Mimi reimt sich auch auf Mimi. Ehrlich jetzt, wirklich? Was für ein Reim, Digga. Also. Was für ein Reim, Digga. Das ist ein guter Reim. Kurz aus dem Jenseits, ich finde das gut. Ich dachte, das wäre nur für den Chat. Sorry. Nein. Ey, lass mich mal konzentrieren. Ich muss hier hart arbeiten gerade. Ich muss Detektiv spielen. Ich muss rausfinden, wer der Imposter ist. Da hat es einen nicht wieder. Ja. Moment. Ich muss die Karte aufrufen. Also, links neben Communications. Da, wo so ein Ding aus dem Boden kommt, wo man auch eine Taste machen kann. Ja, ja.
Also okay. ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, genau, dass Karl gesagt hat, ich kenne diese YouTuberin nicht, auf die sich der Name reimt. Hat er? Mit diesen Rätseln aufhören? Also sag mal direkt. Digga, wir sind zu dumm. Nein! Aber wer ist Jan? Guck kein YouTube. Nee, aber du guckst ja Karl, also demnach guckst du ja auch YouTube, also kennst du. Ich guck nur Servus TV. Servus? Aus der Schweiz auch. Kein gesehen oder so. Gerade labert, Alter. Darauf erstmal ein. Ich auch nicht, Mara. Prüferchen. Also wer. Mega, wer warum bist wer, du so still? Was? Ich habe übrigens überhaupt gar keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, ich mach nur Scheiße gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und du bist still. Also ja, eben muss es Till, ja, muss es Till sein. Ja, okay. Ja, komm, Till war's. Dizzy war's. Till war's. Ach, Till war's, komm. Er plant schon die Route auf der Map. Ich mit ihm. Ernsthaft, ich meine ja nur. Rede doch mal mit ihm. Das ist ein serious. Haben wir es dafür nicht entschieden? Naja, aber es ist ungewöhnlich dann, dass du die ganze Zeit nichts sagst. Das ist Metagame. Tote reden nicht! Aber ich bin doch gar nicht tot. Aber gleich! What's up? Ab nächster Runde wurden wir wieder Tama First. Was will ich denn hier drinne? Ach, jetzt verstehe ich das Spiel. Mir mehr von dem zu lernen. Kannst du bitte nicht so authentisch singen, sonst kriege ich einen DMCA Strike, danke. Okay. Das geht nicht offensichtlich, ja. Dizzy wird gefickt. Mama, Emergency Call. Ich bin tot, kann ich nicht. Dizzy Mann, war's. Ich war gerade den Druckventil am Aufdrehen der da. Der steht da an diesem Bodyscanner, aber da wird gar nichts gescannt. Der trollt einfach. Ah, Dizzy oder was? Ich habe gerade meinen 96 LBS Körper abmessen lassen mit 3,8 Inch Height. Red bitte Deutsch. Ja, klingt legit eigentlich, der war es, glaube ich. Das nicht. Klingt wirklich legit. Aber ist man nicht einfach in der Mitte auf dem Scanner und sieht man nicht die Scan-Animation auf nee. Außen? Nee, den Scan-Animation siehst du nicht. Dann also steht da einfach glaube, nur. Ey Nils, nimmst du mich an gerade? Tama, ich habe mich gerade wirklich scannen lassen. Okay, gut, dann ich vertraue dir dann. Ich habe mich wirklich scannen lassen. Aber ich habe hier immer noch eine Vermutung. Ja, ich glaube, Maser war es. Das würde genau da bin ich auch. Auf die Richtung würde ich auch gehen, dass es Maser ist. Auf welche Richtung? Maser so. Also ja, als Licht aus. Und Mr. T sagen, dass es Maser war. Und Isa gerade auf mich gecallt hat für den Emergency Call. Dann war es Maser. Ich ja. möchte Julian, anmerken, was dass bei dieser Lichtsache ich extra ich abseits war, weil ich gedacht Alter. Habe, dass Isaac gleich getötet wird. Weil da nur zwei Leute von uns waren. Ich wünschte mir eine Stimme als eine. Ich wünschte mir, ich würde eine Geisterstimme hören, die in mein Ohr flüstert. Jo, kein Ding. Dass der liebe Karl sagt, da da da. So, also aber anstatt da 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 sagt er den Namen der Person, die ihn umgebracht hat. Ich kann das aber auch. Ich kann das auch fühlen, dass das fast kommt. Mach mal einen Chef damit. War das gerade ein T oder war das ein Furz? Ich war mir unsicher. Du schmeißt bei mir jetzt raus oder nicht? Na, Masa raus jetzt. Warum? Darum. Ist wie es ist. Ach, schickt euch schon. Es gibt eine Meisterklasse, ihr Fotzen. Und ich glaube, was hat der Geist noch gesagt? Ich habe nur Autotune verstanden. Jawoll, zack, da ist der Mann. Ja, warte, wer war der andere jetzt? Wer war der andere jetzt? Oh.
Ach, Till. Till war der andere, ja, Till hat mich getötet. Irgendwie auch klar, ne? Ja, war klar. Also da hätte man drauf kommen müssen. Du hast halt wirklich gar nichts gesagt. So. Wenn ich gar nichts gesagt hat, dann ist es natürlich, also logisch eigentlich. Dann musst du halt nur Scheiße. Ja. Wenn du halt plötzlich mal keine Scheiße laberst, dann musst du halt. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ja, dann musst du es widerlegen. Er hat da einen Punkt, Bro.